Kann Lion 29 noch von Social Media leben? Der Lockenkopf zählte zeitweise zu den großen YouTubern Deutschlands. Vor allem während seiner Beziehung mit Dagi B, 27, veröffentlichte er auf der Internetplattform mehrmals die Woche Videos. Nach der Trennung von der Influencerin wurde es jedoch allmählich ruhiger um ihn. Später machte er öffentlich, dass er immer wieder mit Depressionen zu kämpfen habe. Seit einiger Zeit ist Lion aber wieder aktiver auf Social Media. Doch kann er damit noch seinen Lebensunterhalt finanzieren? In seiner Instagram-Story scherzte der 29-Jährige, das wird jetzt viele überraschen, aber ich bin Fernkraftfahrer, ohne Führerschein. Dann löste er aber auf, dass er immer noch von Social Media lebe. Klar mache ich nicht mehr das große Geld wie damals zu meiner Hype-Zeit, aber durch meine Musik lebe ich noch ganz gut. Dazu kommen natürlich noch YouTube-Einnahmen über Songs und alte Videos, ab und zu nochmal ein Deal auf Instagram, zählte der gebürtige Solinger auf. Das reiche, um seine Miete zu bezahlen, sich Essen zu kaufen und sein Leben zu leben. Darüber hinaus verriet Timo, wie Lion mit bürgerlichem Namen heißt, wenn ich eins über die Zeit gelernt habe, in der ich viel Geld verdient habe, ist es, dass man alleine durch sehr viel Geld nicht glücklich werden kann. Geld beruhige einen nur, seines Erachtens brauche man aber nicht viel davon.